Mitte Januar haben wir noch darüber diskutiert und wenn man sich wirklich für das Thema interessiert hat und das immer weiter verfolgt hat, dann konnte man sogar noch gestern Nachmittag neue Artikel in der Zeitung lesen, die sich mit einer möglichen Lösung für die angeschlagene Fluggesellschaft beschäftigt haben. Seit spätestens heute Morgen wissen wir dann aber, mit Germania war es das jetzt. Die Fluggesellschaft wird so in dieser Form nicht mehr in die Luft gehen und damit sehen wir hier die nächste Airline-Pleite. Die nächste nicht gerade kleine Fluggesellschaft mit einer langen Geschichte, die hier vom Markt weggewischt wird. Dazu schauen wir uns jetzt mal die Details an. Wir gucken uns an, was da genau passiert ist. Wir philosophieren noch mal ein bisschen darüber, ob das vielleicht absehbar war und was das für die Zukunft bedeuten könnte. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ja, ein bisschen krass ist die Situation ja schon, oder? Ich meine, man muss sich mal überlegen, in den letzten 2, 3 Jahren große Fluggesellschaften, die ja durchaus ihre Berechtigung und ihre individuelle lange Geschichte haben, die verschwinden jetzt ohne größeren Knall mehr oder weniger einfach so von der Bildfläche. Als Anfang Januar bekannt gegeben wurde, dass die 1986 gegründete deutsche Fluggesellschaft Germania mittlerweile in massiven finanziellen Schwierigkeiten steckt, da haben wir in einem ausführlichen Video schon darüber diskutiert, zumindest in dem Maße, in dem es für einen externen Beobachter möglich ist, haben wir schon darüber diskutiert, inwiefern diese finanzielle Problematik vom Germania-Chef als kurzfristiger Liquiditätsbedarf bezeichnet, inwiefern das für die tägliche Operation der Germania, für den täglichen Flugbetrieb gefährlich werden könnte. Heute wissen wir, dass es ähnlich wie im Fall der Monarch Airlines in Großbritannien dann doch mal sehr, sehr zügig gehen kann. Denn Germania hat ihren gesamten Flugbetrieb in der Nacht von gestern auf heute, also in der Nacht von Montag auf Dienstag, eingestellt. Der Germania Flug 3711 aus Fuerteventura kommt, ist heute Nacht um kurz nach 1, um 1.10 Uhr ungefähr, in Nürnberg gelandet und das soll wohl die letzte Landung der Germania gewesen sein. Durchgeführt wurde dieser letzte Flug mit einem Airbus A319 und interessanterweise handelte es sich dabei um eine Maschine, um eine 13 Jahre alte Maschine, die Germania erst vor wenigen Monaten in die Flotte integriert hatte. Und da der Flieger auch nachmittags dann in Nürnberg losgeflogen ist, dann in Richtung Kanaren geflogen ist und dann ja wie gesagt wieder zurückgeflogen ist, gehe ich mal davon aus, dass das für die wahrscheinlich 5-köpfige Besatzung des Fliegers ein mehr oder weniger ganz normaler Umlauf war. Und ich weiß es selbstverständlich nicht genau, aber gut möglich, dass die erst während des Umlaufes bzw. während des Fluges erfahren haben, dass das heute ihr letzter Flug bei Germania sein wird. Und so ist es dann wahrscheinlich gestern auch einigen anderen Crews ergangen. Einige Mitarbeiter werden sich schon vorher gesagt haben, ey, ich weiß, wohin das führt, ich habe aus der Air Berlin-Pleite gelernt und ich verlasse das Unternehmen, bevor das hier richtig unangenehm wird. Andere wiederum haben sicherlich bis gestern gehofft, dass man das noch regeln kann. Diese Situation nutzte zum Beispiel Ryanair, die wohl in den letzten Wochen ganz bewusst auf Germania-Piloten zugegangen sind, um sie für ihr Unternehmen abzuwerben. Und dann gehen wir mal zurück in den Januar. Germania veröffentlichte in dem Monat die Information, dass sie aktuell in massiven finanziellen Schwierigkeiten stecken. Darüber haben wir schon im letzten Video gesprochen, das war zu erwarten, denn Germania fliegt seit einigen Jahren Verluste ein. Die letzten im Bundesanzeiger sichtbaren Jahresendergebnisse von Germania weisen auf einen jeweils 6-stelligen Verlust hin. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so aussagekräftig für die aktuelle Zeit, aber es reicht, um zu verstehen, dass ein ja, lange anhaltender Verlust, auch wenn er vergleichsweise gering ist, genauso wie auch ein kurzfristiger massiver Verlust einer Fluggesellschaft wie zum Beispiel Germania, durchaus das Genick brechen kann. Aber woran liegt das? Denn es gibt ja auch durchaus mal schwierige Situationen für andere deutsche Fluggesellschaften und auch andere deutsche Fluggesellschaften machen mal Verlust. Aber denkt mal daran, hinter so gut wie jeder anderen Fluggesellschaft bzw. hinter jeder größeren deutschen Fluggesellschaft steht irgendetwas anderes Großes. Da gibt es ja jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel Auswahl, aber überlegt mal, bei TUI Fly, da ist es nicht schwer zu erkennen, dahinter steckt TUI, der größte Touristikkonzern Europas. Dann gibt es Condor. Condor hat schon seit einigen Jahren Thomas Cook, einen riesigen britischen Reiseveranstalter bzw. Touristikkonzern hinten im Rücken. Und ja, eigentlich so ziemlich jede andere deutsche Fluggesellschaft, zumindest gefühlt jede andere deutsche Fluggesellschaft, hat die Lufthansa am Rücken, die selbst natürlich sehr, sehr stark aufgestellt ist. Hinter Germania allerdings, da steht niemand. Die Fluggesellschaft ist unabhängig. Zumindest ist Germania damit die einzige Fluggesellschaft, die mir jetzt gerade so einfällt, die einzige größere deutsche Fluggesellschaft, die keinen starken Partner im Rücken hat. Und das kann bei diesen eben genannten länger anhaltenden Verlusten bzw. kurzfristigen massiven Verlusten durchaus dazu führen, dass niemand die Germania auffangen kann und sie somit schnell mal vor dem Aus steht, bzw. schneller als andere Fluggesellschaften, die einen riesigen Konzern,
der im Idealfall auch funktioniert und Geld verdient, im Rücken haben. Bei Germania gibt es da höchstens Banken, die hier bei dieser Fluggesellschaft aufgrund der eben genannten Situation einen viel höheren Stellenwert einnehmen als bei anderen Fluggesellschaften, wo sie auch schon sehr, sehr wichtig sind. Aber Banken lassen auch nicht alles mit sich machen, beziehungsweise machen nicht alles mit, nur weil die Airline viel Tradition hat und der Chef vielleicht sehr optimistisch ist. Heißt, so kann eine hoffentlich zeitlich begrenzte, schwierige Phase namens letzter Sommer durchaus gefährlich werden für eine Fluggesellschaft wie Germania und dann auch mal tödlich für diese Fluggesellschaft enden. Beziehungsweise, um es mit den Worten des Germania-Chefs zu sagen, das kann zu einem kurzfristigen Liquiditätsbedarf führen. Und kann man diesen nicht bedienen, dann ist da schnell mal Schluss. Germania musste dann also von extern Geld auftreiben. Sie mussten Investoren finden. Das war dann rund um Weihnachten bzw. im Januar der Fall. Hoffnung machte dann die Mitte Januar veröffentlichte Nachricht des Germania-Chefs, dass die Gespräche positiv verlaufen würden. Man sei zuversichtlich und nach außen hin wurde die Nachricht verbreitet, dass ein gewisser Teil einer bestimmten Geldsumme im Gespräch waren immer mal um die 20 Millionen Euro, die Germania benötigt, um diesen kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu decken bzw. diese Phase zu überspringen, dass davon bereits Teile der Summe zugesichert waren. Das Geld war allerdings nicht wie erwartet bei Germania eingetroffen, was wiederum in den letzten Tagen dazu geführt hat, dass Germania die Januarlöhne an ihre Mitarbeiter nicht rechtzeitig auszahlen konnte. Und wenn es schon so weit kommt, dann fehlt da wirklich Geld und dann ist die Lage wirklich alles andere als schön. Mögliche Investoren und genauso potenzielle Käufer, denn man hätte ja die Germania zu dem Zeitpunkt schon längst übernehmen können, wenn man das dann gewollt hätte, aber schlaue Airline-Chefs, die mit diesem Gedanken gespielt haben, werden sich sicherlich darüber im Klaren gewesen sein, dass die Germania kurz vor der Insolvenz steht. Und dort lässt man sie natürlich dann erstmal viel lieber reinlaufen, denn das, was da am Ende rauskommt, kann man sich viel günstiger und viel entspannter beschaffen, als jetzt den ganzen Laden vorher zu kaufen. Ähnlich also wie im Fall der Air Berlin. Aber zurück zu den Investoren und möglichen Käufern. Die werden sich selbstverständlich in den letzten Wochen, zwar sehr viel detaillierter, aber die werden sich genauso wie wir im letzten Video die Frage gestellt haben, ob man eine Germania als solches, wirklich in der deutschen Luftfahrt überhaupt gebrauchen kann. Und da war ich sehr überrascht über eure Kommentare. Viele von euch haben sich wirklich, wirklich für die Fluggesellschaft ausgesprochen. Euch gefällt der Service, euch gefällt, wie man mit Germania wohin verreisen kann. Ihr habt selten schlechte Erfahrungen gemacht mit der Fluggesellschaft und viele von euch haben bereits den nächsten Germania-Flug zum Beispiel für Sommer 2019 gebucht. Ja, und was ich wiederum genauso interessant fand, viele von euch kannten die Fluggesellschaft gar nicht. Germania tummelt sich nämlich meist an den kleinsten internationalen Flughäfen in Deutschland rum. Und von dort aus werden oft Ziele bedient, bei denen man sich, zumindest wenn man jetzt dort, was weiß ich, nicht aus familiären Gründen mal runterfliegt oder weil man da schon mal Urlaub gemacht hat oder sowas, von dort aus werden oft Ziele angeflogen, bei denen man sich denkt, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Aber wer zum Teufel fliegt da überhaupt hin? Das ist nicht bei allen Destinationen der Germania so, aber die Fluggesellschaft hat häufig Strecken übernommen, die beispielsweise bei der Air Berlin, bei der TUIfly oder bei Condor irgendwann mal aus dem Programm rausgeflogen sind, weil die Destination an sich nicht genug Leute ins Flugzeug gebracht hat oder weil vielleicht der Abflughafen selbst für die Fluggesellschaft irgendwann in ihrer Entwicklung nicht mehr interessant war, sie sich auf andere größere deutsche Flughäfen konzentriert hat und deswegen bestimmte Stationen in Deutschland irgendwo mal geschlossen hat. In genau diese Lücken ist Germania dann gesprungen, was wiederum bedeutet, dass Germania an einigen kleineren internationalen Flughäfen durchaus einen großen Marktanteil für sich hatte. Heißt, jetzt wo die Germania weg ist, zum Beispiel am Flughafen Münster-Osnabrück, fällt auch direkt mal ein Viertel der von dort ausgehenden Flüge weg. Und Germania ist ja auch auf gar keinen Fall eine kleine Fluggesellschaft. 30 Maschinen hat die deutsche Version der Germania aktuell in der Flotte, darunter 6 A321, wovon wiederum 2 Maschinen erst im Sommer 2018 aus dem Air Berlin-Niki-Bestand zur Germania gekommen sind. Der Schweizer Ableger der Fluggesellschaft, die Germania Flug, die ist übrigens zum aktuellen Zeitpunkt nicht bzw. noch nicht von der Insolvenz betroffen, die betreibt aktuell 3 Flugzeuge in der Flotte. Ja, und jetzt zurück zur Frage, braucht man eine Germania in der deutschen Luftfahrt überhaupt? Die Frage lässt sich definitiv mit Nein beantworten. Denn jede Strecke, die Germania betreibt, lässt sich auch durch eine günstiger operierende Eurowings fliegen. Das passt bei denen genauso ins Konzept. Das würde funktionieren. Und genau das wird wahrscheinlich mit den Strecken auch passieren, es sei denn, sie werden sowieso komplett geschlossen. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber es ist ja so. Aber gut, die Germania fliegt von nun an also nicht mehr. Damit verlieren etwas mehr als 1.100 Mitarbeiter ihren Job. Und ja, Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat sich heute auch schon zu Wort gemeldet und sagte dazu, das ist eine Anwendung von Marktwirtschaft. Hat er sicherlich recht, aber er sagte nach einer vergleichenden Nachfrage zur Air Berlin-Pleite zu dem ganzen Thema auch noch, dass man ja auch nicht versucht hatte, zumindest hat der Staat auch nicht versucht, die Air Berlin zu retten.
Da kann sich auch wieder jeder seine eigene Meinung zu bilden, aber hier ist auf jeden Fall ganz klar, dass der Staat eben nicht versucht hat, die Air Berlin zu retten, aber die eine oder andere Weiche hat man im Hintergrund ganz sichergestellt. Und das hat man bei der Germania nun nicht getan, die hat man einfach gegen die Wand fahren lassen. Aber gut, für Passagiere gilt übrigens, habt ihr eine Pauschalreise gebucht, also bei einem Reiseveranstalter eine Reise gebucht, wo zum Beispiel ein Germania-Flug vorne und hinten mit dabei gewesen wäre. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass der Reiseveranstalter sich zeitnah darum kümmern wird, dass ihr auf einen TUIfly, Condor oder Eurowings-Flug umgebucht werdet. Habt ihr allerdings einen einzelnen Sitzplatz bei Germania gekauft, also seid auf die Internetseite gegangen, habt euch dort einen Flug gebucht, dann ist dieser Platz selbstverständlich weg. Euer Flug wird nicht fliegen und ihr habt auch erst einmal kein Recht auf Entschädigung. Wenn es ganz toll bei euch gelaufen ist, dann kennt ihr das ja vielleicht sogar schon aus dem letzten oder vorletzten Jahr. Ja, und dann kann man in dieser angespannten Zeit, auch wenn man jetzt vielleicht gerade sich im Urlaub befindet, mit Germania hingeflogen ist, einen Germania-Rückflug in den nächsten Tagen erwartet hat, kann man davon ausgehen, zumindest meine ich, dass das bei den meisten deutschen Fluggesellschaften der Fall ist, zumindest ist das bei den eben genannten drei Airlines so. Man kann als Germania-Passagier für den halben Preis, je nachdem wie viele Plätze frei sind, mit einer anderen Fluggesellschaft nach Hause fliegen. Da fragt ihr am besten einfach bei der entsprechenden Fluggesellschaft nach, die wird euch dann die richtigen Informationen für den euch betreffenden Flug geben. Ja, und wir werden uns in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich anschauen dürfen, wo die Germania-Flugzeuge und damit auch Kapazitäten platziert werden. Wir werden die Frage klären können, ob das alles im deutschsprachigen Raum bleibt oder ob das eventuell wieder irgendwo ins ferne Ausland geht. Vielleicht übernimmt ja eine Eurowings oder eine Condor oder eine Laudamotion für ihre Airbus-Flotte Maschinen aus dem Germania-Bestand und damit auch Kapazitäten, wenn sie das denn möchten und überhaupt können. Das wird sich dann alles klären. Aktuell bleibt uns eigentlich nur noch festzuhalten, dass die Germania nicht rechtzeitig ihre Probleme lösen konnte und der deutsche Luftverkehrsmarkt damit erneut eine seiner Fluggesellschaften verloren hat. In diesem Sinne, damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und eure Meinung zu dem Thema. Ja, erzählt gerne mal von den Flugtickets, die ihr jetzt verloren habt. Daraus wird dann leider nichts, aber ich hoffe, ihr findet da schnell eine vernünftige Alternative. Tja, und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich freue mich sehr auf euer Feedback zum Video und tschüss.